Servus. Servus. Heute haben wir einen Mercedes C-Klasse bei uns. Bei dem möchten wir ein paar Reparaturen durchführen. Wir werden heute anfangen mit dem Luftfilter. Der schaut so aus. Da blende ich euch gleich nochmal ein paar Bilder ein. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an und bauen den alten erstmal aus. Damit wir jetzt hinten an den Luftfilter rankommen, müssen wir erstmal hier mit einem Schlitzschraubenzieher, da ist so eine Plastikschraube drin, ähnlich wie beim Audi. Das ist jetzt eine, die dreht man sich einfach auf und dann kann man hier diese Verkleidung erstmal runternehmen und hat jetzt auch den freien Blick schon auf den Motorraum. So, hier haben wir jetzt mal den Luftfilter drin, der läuft hier drin, also der ist hier angeschlossen an den Luftmassenmesser. Bevor wir das jetzt ausbauen können, müssen wir ein paar Sachen vorbereiten. Also hier ist das Steuergerät und hier haben wir jetzt Torque 20 Schrauben, die müssen wir erstmal lösen, damit wir den Kasten hier aufkriegen. Damit wir das entfernen können, das Steuergerät. So, und das sind insgesamt 7 Schrauben, also hier auf der Seite jeweils 3 drüben und hier oben die mittlere, die habe ich hier gerade eingeblendet und dann kann man hier den Kasten runternehmen. Man sieht, das geht dann relativ einfach, den kann man sich zur Seite legen, also den muss man nicht komplett abstecken. Hier sieht man jetzt auch schon den Luftfilter, also auf Anhieb kann man schon sehen, dass der ziemlich schmutzig ist. Der ist jetzt da aufgesteckt, den muss man sich nach vorne wegschieben, um den anderen dann da einbauen zu können. Geht eigentlich relativ einfach und den können wir uns jetzt mal genauer anschauen. Hier sieht man hier mal den ganzen Dreck im Luftfilterkasten, das hat sich alles da unten in der Ecke gesammelt. Das werden wir uns natürlich gleich erstmal raussaugen, aber erstmal schauen wir uns den alten Luftfilter an. So, hier haben wir jetzt den alten, also man sieht, der war gut voll, ne? Hier ist alles voll und der ist auch richtig schon fest, den kann man kaum aufmachen zum Reinschauen. Ja, ist halt schon sehr gebraucht. Hier haben wir jetzt das Herstellungsdatum, also ist ein original Mercedes-Benz Filter von 2018, also ja, lange ist er wahrscheinlich noch nicht so drin, sagen wir mal 2 Jahre, meistens liegen die Filter ja ein bisschen noch rum. Und dazu werden wir jetzt den neuen nehmen. Bevor wir das machen, wie gesagt, haben wir uns hier erstmal den Innenraum von dem Kasten sauber machen, weil da der ganze Dreck drin ist. Also nehmen wir uns erstmal so einen Staubsauger her. So, das haben wir jetzt hier ein bisschen sauber gemacht, ne? Da war ziemlich viel Dreck drin, rausgesaugt ist auch. Jetzt können wir uns den neuen Luftfilter hernehmen und den bauen wir uns jetzt da ein. So, wir haben jetzt den neuen Filter, diesmal haben wir einen von Bosch genommen. Und da ist jetzt hier so eine Schutzkappe drauf, halt, so ein Lieferschutz, damit es nicht schmutzig wird. Und die Dichtlippe hier unten, die werden wir uns jetzt hier mit dem Silikonspray ein bisschen einsprühen. Nicht viel, nur dass es besser drauf rutscht. Und den bauen wir, wie gesagt, dann da vorne ein. So, den können wir jetzt da einbauen. Hier haben wir jetzt diesen Stift drin, da muss man darauf achten, dass die schmale Seite oben ist und der tiefe unten, weil das ist später dann diese mittlere Schraube, die auf dem Deckel ist, die da durchgeht, sonst passt es nicht. Ich meine, ihr kriegt es sowieso sonst nicht rein. Und der wird einfach jetzt aufgeschoben von vorne nach hinten. So, dann funktioniert das. Wie gesagt, hier oben sieht man jetzt auch, ist das Loch von der Schraube. Da kommt dann der Deckel wieder drauf und dann kann man den befestigen. Und dann ist der Luftfilter dann auch schon gewechselt. Warum macht man einen Luftfilter? Natürlich einerseits, ja, weil er verschleißt und zweitens nimmt er halt ziemlich viel Leistung weg, wenn der dazu ist und der andere, der ist schon ziemlich verschmutzt, also wird es auf jeden Fall Zeit und wird man bei der Leistung auf jeden Fall auch merken. Wie gesagt, wir schrauben uns jetzt hier die 7 Schrauben zu, die werden handfest zugeschraubt und dann ist der Luftfilter getauscht.
So, also der Luftfilter ist jetzt fertig verbaut. Jetzt haben wir hier zwei Nasen, die haben uns ein bisschen eingefettet. Die kommen hier hinten drauf, ne, das sieht man da. Die werden zuerst eingefädelt, bevor man da was abbricht. Und dann kann man vorne die Zentralschraube auch wieder aufbringen, die wir uns vorhin runtergenommen haben. So, das war jetzt mal der Einbau vom Luftfilter. Wie man gesehen hat, der alte war gut verschlissen. Der Einbau geht relativ einfach. Ich hoffe, wir konnten euch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen. Die Ersatzteile, beziehungsweise Ersatzteile, das habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Servus. Servus.